Güte, was es nicht alles gibt. Ne? Ich bin heute hier bei Armin von Deco Art Mallorca in einer Werkstatt der Kunst, kann ich das mal sagen. Ich habe den Tipp von Aura Santec bekommen, die ihre Infrarotheizung hier bedrucken lässt. Und sie sagte mir, ich muss unbedingt hierher kommen, ja, weil es ist absolut der Burner, was der Armin hier so macht und fabriziert. Hi Armin, erstmal herzlichen Dank, dass ich herkommen durfte, ja, und dass ich mir das mal angucken darf, was du hier so fabrizierst. Was machen wir denn jetzt erstmal gerade hier? Jetzt drucken wir gerade ein Bild für einen Kunden, ein großes Bild, 3 Meter auf 1,60 Meter, mit einer speziellen Technik, UV-Technik nennt sich das, UV-Direktdruck. Ne? Du siehst du hier, wir fangen schon an zu drucken und die Farbe ist schon trocken. Das heißt, wir drucken und sofort trocken. Und deshalb ist es uns möglich, auf jedes Material zu drucken, egal was du dir vorstellen kannst. Ob du jetzt Glas druckst, Holz druckst, Metalle druckst, verzinkte Materialien. Du kannst alles bedrucken, weil diese Farbe sofort trocknet. Es ist eigentlich für jeden, der etwas präsentieren möchte, ist, ob das ein Bild ist oder eine Werbeanlage oder eine Werbung. Ja, also wir machen zum Beispiel aus sehr viel Recycling, aus Paletten, aus alten Hölzern, das kommt besonders schön raus, arbeiten die dann noch auf mit Putze und Farbe, sodass ich auch Struktur und Crunch in die Bilder bekomme und dass die Bilder einfach leben. Ja. Ja, also lebhafte, schöne Bilder. Das druckt er jetzt hier noch einen Augenblick. Ja, ich habe hier ein paar Sachen gesehen. Vielleicht zeigst du mir noch ein bisschen was, gerne, was ihr so alles anbietet. Gerne. Hier stehen wir vor Paletten, und zwar richtige, originale, schwere Euro-Paletten. Das siehst du auch hier, die sind ungefähr 15 cm von der Mauer weg, also natürlich ein 3D-Effekt. Und hier hatten wir die Idee, eine Palette zu bedrucken und gleichzeitig ein Regal rauszumachen, also einen Gebrauchsgegenstand. Wir haben hier ein paar Muster gemacht, das siehst du ja von wem. Namen braucht man keine nennen. Wir machen ein bisschen Werbung für einen Neuer, macht ja nichts, ne? Und das wäre jetzt eine schöne Idee, mit 2 Paletten nebeneinander kannst du einen wunderbaren Barbereich machen. Mit deinem Logo drauf, mit deiner Gestaltung drauf. Also wenn das jetzt eine Tapasbar ist oder eine Cocktailbar, kommt natürlich ein dementsprechendes Logo drauf. Muss ich kurz fragen, die Ideen, lieferst du die oder kann ich die als Kunde mitbringen? Ich bin für jede Idee offen. Ich werde sie dann prüfen, was man machen kann, was vielleicht noch ein bisschen pfiffiger aussieht. Aber die besten Ideen kriege ich immer vom Kunden. Ja, ne? Auch das war eine Idee vom Kunden. Ja, super. Finde ich gut, dass du so ehrlich bist. Ja, absolut. Ja, ne? Absolut. Was kostet jetzt so eine Palette? Jetzt, wenn die jetzt, ich sage, der Kunde hat die Idee, kommt jetzt hierher, sagt, ich möchte das und das haben. Ja. Von der Idee bis zur Fertigstellung. Also ca. 170 bis 180 Euro mit Logo drin, mit Andruck. 180 Euro, je nachdem immer, wie viel Bretter, wie groß natürlich und welche Untergrund ich vorbereite. Aber das ist schon mal eine Zahl. Hier haben wir jetzt ganz gewöhnliche Plastiktische. Ach, das sind Tische? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ganz normale Plastiktische, gebrauchte Plastiktische, also Recycling. Ja. Aha. Und hier kannst du natürlich deine Werbebotschaft oder deine Gestaltung auf deine eigene Art und Weise, wie du es haben möchtest, bedrucken. Die werden dann veredelt mit spezielle Lacke, dass die auch halten. Und dann hast du einen bedruckten Recycling-Tisch. Ne? Okay. Ja. Noch etwas, ein Fuß drunter und schon erledigt. So kannst du alles drauf machen. Holzmotive, mit Bild, ohne Bild, nur Schriftzüge. Ja. Also man kann man schöne Sachen machen. Oder hier so ein ganz normaler alter Tisch, die Platte, kostet ein paar Euro. Dann wird er behandelt in Hochglanz oder matt, je nachdem, was du machen möchtest. Dann hast du einen Tisch. Oder natürlich, du kannst eine wunderbare Tischplatte auch als Bild verwenden. Wenn du diese hinhängst, sieht doch auch ganz gut aus. Okay, auch noch wandelbar, ja. Ich meine, an Ideen scheitert es ja hier nicht, ne? Hier haben wir zum Beispiel ein Motiv, wie man das sieht. Hier war ein Kunde, der war ganz interessant. Der hat sein Angebot auf den Tisch gemacht. Ne? 90 Euro, Menü, fertig. Braucht keine Tischdecke, sieht cool aus. Die Leute kommen, sagen, so witzig, setzen sich auch hin. Also wenn das mal keine Ideen sind hier, dann weiß ich auch nicht. Du, ja, super. Also das wäre ein Bereich, was man zum Beispiel für die Gastro auch eigentlich auch viel macht. Es gibt bestimmte Restaurants, ja, und die Leute werden sich angesprochen fühlen, die wirklich Wert auf ihr Restaurant legen und schöne Bilder machen und so weiter. Ja, die kommen natürlich alle zu dir, dann ist ja klar, ne? Aber es gibt ganz viele, die merken gar nicht, was für eine schlechte Werbung sie haben. Sind die wetterbeständig? Absolut, wir machen die dann wetterbeständig. Also das Holz wird von beiden Seiten lackiert und dann nochmal mehrmals beschichtet, dass die Wetter... Ja, wegen Salz, Luft, Sonne und so weiter, die werden immer schön ausgeblichen und so weiter. Wobei man da, muss man ehrlich sein, das ist Holz, Holz arbeitet, Holz in dem Fall, ja. Wenn es eine ganz extreme Wettersituation ist, direkt am Meer, viel Wind, viel Wasser, dann geht man auf andere Materialien, dass ich kein Wasser habe. Dann gehe ich dann eher auf Kunststoff oder auf imprägnierte Hölzer.
ist ein spezielles Bauschalenholz für Brücken. Also sehr dicker, 5 cm, sehr schwer, 30 Kilo. Aha. Und macht natürlich schon was her, jetzt von, allein schon von der Haptik her. Ne? Ja, cool. Okay. Hier haben wir einen Tisch, das ist eine Tischplatte, die haben wir zusammengebaut. Ja? Und daraus kommen jetzt noch 4 Füße hin. Und dann habe ich hier einen individuellen Tisch. Einen individuellen Tisch? Ja, das ist ein sehr großer Tisch. Der ist wirklich traumhaft schön, ja. Der wurde Sheppy gedruckt, also da wurde jetzt nicht geschliffen auf Sheppy Vintage, ja, sondern das Motiv. Das ist ein Druck. Das ist ein Druck, das ist alles ein Druck. Die wurde nur weiß lackiert, mhm, und das spart natürlich Zeit und Kosten. Mhm. Und dann wurde das Motiv, das Sheppy-Motiv gedruckt mit Wörtern, die der Kunde haben möchte. Mhm. Und jetzt machen wir 4 Füße dran und schon habe ich einen wirklich wertigen Tisch. Hammerhart, super. Cool. Was macht denn unser Druck da hinten? Wie weit sind wir denn da? Der ist auf dem End, auf der Endphase. Ah, guck mal. Der steht jetzt. Jetzt haben wir noch 30 cm und dann ist der Druck fertig. Oh, das riecht so gut. Oh. Ja, das hat einen spezieller Geruch, ne? So süßlicher, ja, süßlicher Geruch. Also wie gesagt, die Farbe macht es aus bei diesem Druck. Ja, traumhaft, ja, die schön. Technik ist, so ein Bild würde jetzt kosten? So ein Bild würde kosten, rechne mal mit dem Quadratmeter je nach Untergrund bei 120, 130 Euro. Nee, ne? Echt? Sowas, je nach Untergrund. Viele denken, es ist teurer wie, ja klar, geh mal im Bauhaus und guck mal, was so ein Bild kostet. Oder ein IKEA, ein großes. Ja. Da haben wir natürlich unseren Vorteil. Ja, vor allem, was ich aber so schön finde, ist so individuell, ist, dass du es dir aussuchen kannst, richtig, dass du sagen kannst, richtig, das und das und das. Oder ich habe eine Künstlerin, die malt selber, die hat ihre, genau, eigenen Motive und sagt, ich möchte das Motiv in ganz großer. Genau. Kein Problem. Hammer. Das muss dementsprechend fotografiert werden oder digitalisiert werden, also eingescannt werden. Und dann kannst du dein individuelles Bild machen. Mhm. Ja. Okay, jetzt sehe ich ja da hinten, ja, da hast du jetzt ja kein Holz. Nein. Ist das Glas, das, oder was ist das da? Das ist echt Glas, 6 mm. Mhm. Das ist jetzt was Besonderes, weil Glas zu bedrucken so in eine gewisse Schwierigkeit beherbergt, weil es ja sehr glatt ist. Ne? Mhm. Es muss also dementsprechend vorbereitet werden. Ja, würde ich sofort an eine Küche denken, irgendwo, ja? Ja, bei mir zu Hause in eine Küche, weil muss ja alles abwaschbar sein, ja? Und hast ein tolles Bild da, ja, ne? Das ist eine hervorragende Idee, das habe ich hier noch gar nicht verkauft. In Deutschland wird es sehr viel gemacht, und zwar als Verblendung in der Küche, entweder nur am Ofen, ja, oder eine ganze Zeile. Das Schöne ist, du musst bei mir nicht die Materialien kaufen. Also wenn du mir ein Stück Glas bringst und sagst, du, ich habe da einen Glastisch, den möchte ich da in die Küche machen, sag ich, kein Problem, machen wir dir. Das heißt, du sparst ja auch Geld im Materialbereich. Also habe ich zu Hause einen schönen Glastisch? Kein Thema. Der ist langweilig, den bringe ich hierher und, genau, sage, da machen wir was raus. Genau, ganz einfach. Oh, das ist ja schön. Weil wir, okay, individuell, mach ich, arbeiten. Ich mache das, kein, ich bringe was mit. Ja, also, ja, Vintage kennst du ja, großes Thema seit den letzten Jahren. Ja, ja. Also wie ich mit Farben diesen Vintage-Stil bekomme. Also es hat mit Streichen zu tun, mit Schleifen, ja, mit Vergolden, mit, okay, Versilbern. Das machen wir auch, beziehungsweise kann ich dir zeigen, mhm, wie man sowas macht. Und dann kannst du schon deine eigene kleine Möbelstücke aufpimpen. Ich mach das. Das sind Speisekarten und Weinkarten aus Holz. Aha. Und nicht nur aus Holz, sondern auch noch dementsprechend bedruckt und veredelt. Also das hier ist jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Billigparkett vom Hornbach. Und da habe ich jetzt dementsprechend Motive, also in dem Fall Holz. Das ist ein bisschen weiß gemacht. Ja, komm, so kann man leicht sauber machen. Ne? ist ja Holz. Das ist, ne, in der Werkstatt. In der Werkstatt, ja, ist ja, da fällt auch ein bisschen was. Ne? So, und hier habe ich jetzt also quasi ein edles Holzmuster gedruckt. Und jetzt hat man zum Beispiel eine Weinkarte, innen der Wein beschrieben. Hier haben wir. Nee, ne? Das ist Geld. Das ist Geld, ja. Das war eine Idee, wie machen wir so eine Tageskarte, wie können wir die befestigen mit Klammern. Aber das hat alles nicht so richtig gehalten, vor allem, du kriegst hier auf Mallorca nichts. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, na, dann machen wir es mit Magnete. Wie machen wir die Magnete? Ja, ganz einfach, nehmen zwei Centstück, kleben Magnet drauf. Jetzt kommt hier ein Papier rein und dann habe ich schon mein Druck, beziehungsweise, ja, mein Papier fixiert. Also an Ideen irgendwie hapert es hier nicht, ne? Ja, nee, gewusst wie, würde ich sagen. Ne? So, das wäre, ja, cool, jetzt mal eine Weinkarte mit, also, Holz. Das ist eine Weinkarte, ja? Ja, das ist jetzt eine Weinkarte, ja, cool, Vintage-Stil. Das ist jetzt so dieser klassische Vintage-Stil, ne? Ja. Genau, gleich. Traumhaft schön.
Hm. Ist ja schwer auch, was man. Ja. Das ist also. Oh, nein, nein, nee, so schwer ist es denn doch. Nein, ja, aber cool. Weinkarten müssen auch was. Ja, von Weinkarten hat man in der Regel 4, 5 Stücken im Restaurant. Bei ja. Gute Weine, da muss man, also Wein kann ja 60, da 70, 200 Euro sein. Da muss was Massives sein, ja, toll. Da muss schon was, finde ich, was Edles. Ja, wenn ich einen edlen Wein da drin habe, dann muss ich auch eine edle Weinkarte haben. Da hapert es ja noch bei vielen dran, ne? Hier haben wir eine Speisekarte, auch aus Holz, ja. Mit Motiv bedruckt, Chevy-Look. Ah, ja. Okay. Hier kann man dann die... Das ist wieder, wenn die Karten dann wechseln, dass man sie austauschen kann, kann man, ne? Austauschen. Hier genau. Auch wieder das gleiche System. Die Tageskarte da rein. Ja, Tageskarte rein. Als Buchform mit Rücken. Ja. Und jetzt habe ich natürlich auch eine schöne Karte, die eigentlich keiner hat. Super. Würde mir gleich noch ein paar mehr Ideen kommen, aber vielleicht hast du die Ideen ja schon und ich habe sie noch nicht gesehen. Ich bin für jede Idee offen. Ja. Absolut. Das ist gut. Das ist gut. Weil die, wie gesagt, die besten Ideen kommen vom Kunden. Ja. Und ich überlege mir dann immer nur, kann ich sie umsetzen oder nicht. Ja. Ja. Okay. Hier haben wir eine ganz normale Holz. Bedruckung, sprich Speisekarte, auch hier das normales, günstiges Holz, dementsprechend bedruckt. Und, und das Tolle ist, man kann es wieder verwenden. Also wenn ich sage, ich will neue Preise haben, streichen wir drüber, drucken neu und fertig. Echt? Also das muss nicht neu gekauft werden. Wenn ich jetzt 20 Karten haben möchte, habe jetzt 20 Tische, brauche 20 Karten, womit muss er jetzt rechnen, wenn er jetzt, sage ich mal, so eine schöne... Wenn du so eine schöne Buchform hast, was die höchste Qualität ist oder die, sagen wir mal, die aufwendigste Arbeit ist, weil ich sehr viel Handarbeit steckt bei 10 Stück, wirst du bei 28 bis 32 Euro liegen, das Stück. Das Stück, ja. Ja. Gut, aber ist eine tolle Investition. Kauf mal eine Lederspeisekarte. Dann weißt du... Teuer und hat jeder. Eben. Ja. Hat jeder. Ist eben. Immer dasselbe. Eben. Steht Speisenkarte drauf. Ja. Toll. Und die Reaktion ist immer extrem hoch beim Kunden. Hm. Das sind Postkarten. Das sind Postkarten. Die verkaufen wir bisher nur auf den Märkten oder auf 4, 5 Märkten. Ah ja. Ja. Aber die Sineo und Saint-Denis. Und auch das Produkt haben wir erst seit letztes Jahr August und sehen eine extreme Nachfrage. Kann Weil es halt vorstellen. Auch was Besonderes ist und es ist sehr emotional, sage ich immer. Mhm. Und ja, hier schreibst du deinen Namen drauf, Briefmarke drauf, kostet wie eine Papierkarte dann zum Versenden. Guck mal hier, normal wie eine Postkarte, auf der anderen Seite ein Bild. Da würde mir gleich die Idee kommen, wenn ich so eine Postkarte bekommen würde, die schmeißt man nicht weg. Das finde ich total schön, die würde ich mir echt an der Wand machen. Ne? Absolut, das machen auch die meisten, die verschicken die nicht. Sondern die machen es gerade, kaufen es als Bild oder als Geschenk. Mhm. Ja, wir haben ja auch viele Sprüche und die sagen auch, das passt ja zu meinem Freund oder das war's für die Mutter. Ne? Mhm. So wird es eigentlich gern gekauft. Gucken, was gibt's denn hier Schönes? Ja, da hat man ja Auswahl, ne? Ja, guck. Ja, Hammer. Guck hier. Für die Verliebten ist bald Valentinstag, ja? Schöne Postkarten kann man verschicken, ist total cool. I love you. Ja, toll. Die wird es ab dieses Jahr auch in der Internetseite zu bestellen. Nee, guck mal, das kann man ans Klo machen. Signora. Genau. Hast du eine Postkarte und hängst ans Klo? Signora. Ist das nicht cool? Und Senior. Und Senior. Und Senior, der Senior ist auch cool, guck. Ah, hier, guck mal, immer muss man alles selber machen lassen, steht da noch drunter, ist ja der Hammer. Ist ja cool. Ja, ne, nehme ich mit. Ja. So, guck mal da, ist das nicht toll? Siehst du, ich muss ein paar Postkarten verschicken. Ja, oder ich habe einfach ein Geschäft. Mhm. Es kann eine Gastronomie sein, die ihr eigenes Logo auch drauf haben möchte, ja. Ihre eigenen Motive, es kann ein Friseurgeschäft sein. Mit seinem eigenen Logo oder natürlich Souvenir. Es ist egal, du hast keine Grenze, weil wir die Verbindung bringen, diese individuelle Thematik, mein Logo, mein Name auf der Karte. Ja? Ich denke natürlich jetzt privat für mich, ne? Aber privat sind es, wäre das jetzt eine Deko-Art Woodcard und so könnte das dann aussehen. Oder wie hier so ein Wand. Aufsteller auch selber gebaut. Gib mir Schokolade und niemand wird verletzt. Eines der meistverkauftesten Karten, ne? Der, guck hier. Gib mir Schokolade und niemand wird verletzt. So, das ist jetzt noch ein Maschinchen. Ja, noch mal ein Maschinchen. Was passiert da? Hier lesen wir.
Okay. Ah, ah. Und da siehst du schon, es läuft auch jetzt gerade was da unten. Ah, guck mal. Oh, guck mal, jetzt geht's schnell. Aha. Und was soll das jetzt werden? Sieht aus wie ein Schuh oder sowas, ne? Ja, das ist ein Werbelogo auf CNC-Basis und Computerbasis. Und dann kannst du natürlich so 3D-Effekte machen. Und du kannst Glas lasern oder gravieren oder Boden fließen. Da kann man ein Logo reingravieren, drauf laufen. Das geht auch nicht ab, weil es im Material quasi eingebrannt ist. Die Gravur heißt, er bleibt auf der Oberfläche und geht nicht durch die Fläche. Also er schneidet es nicht aus, sondern jetzt ist er erst im Gravieren. Das sind jetzt einfach ausgeschnittene Holzmodelle. Ne? Das haben wir für Weihnachten zum Beispiel gemacht, Sternchen. Ja. Und dann schneidet er halt mit Hitze diese Figuren aus. Ne? Ah ja. Ja. So, das kannst du also jede Figur, die du computertechnisch bearbeiten kannst, kannst du dann ausschneiden. Hier wurde die Farbe abgetragen. Da habe ich jetzt auch wieder eine 3D-Fläche und habe das weggebrannt und somit auch eine höhere Stabilität. Mhm. Ne? Ja. Ja, schön. Das könnte jetzt ein Werbeschild sein. Ist ja auch eins, nämlich unseres. Euer ist ja. Ja, jetzt ist das Bild ja fertig, ne? Gefällt's dir? Hammer. Sieht cool aus, ne? Hammermäßig. Du hast dein Bild, ne? Ja. Und die Farben, die kannst du nicht vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es in der Kamera sehen kann, aber diese Brillanz, die ist halt einzigartig. Und du siehst hier, das ist dieser Vintage-Look, wenn man es vielleicht sehen kann. Hier sind diesen Crunch wurde reingearbeitet. Ne? Ah, guck mal. So, dass du auch so diese Unebenheiten hast im Material. Als wenn es gemalt wäre, ja? Als wenn es selbst gemalt wäre, ne? Als wenn es gemalt wäre, genau. So kann man sagen. Also es ist nicht glatt, sondern wirklich crunchig. Genau, es ist rau. In dem Fall Vintage-Stil. Auch hier noch den Putz noch zu sehen, sodass das Bild auch ein bisschen lebt. Ne? Weil das nicht alles gibt. Und ja, das ist jetzt ein großes Bild. Super, Hammer. Super, so. Alles klar. Ja, Armin, wie gesagt, ich komme mal mit meinem Möbelstück oder was ich da auch finde bei mir zu Hause. Lieben gern. Und dann komme ich bei dir vorbei. Weißt ja, wir machen ja die Serie hier, Anja, die Praktikantin auf Inseltour. Ja? Komme ich bei dir vorbei, vielleicht kann ich von dir ein bisschen was lernen. Das ist eine gute Idee. Also, und auch ihr, wenn ihr euer Lokal, euer Betrieb, euer Zuhause wirklich kreativ verschönern wollt, eure eigene Kreativität mit reinbringen wollt, dann kommt zu Armin, zu DecoArt Mallorca, ja, nach Palma, das ist in Sonfusta. Sonfusta, genau. Am besten vorher anrufen. Vorher anrufen. Oder eine E-Mail. Ich wünsche euch alles Liebe, habt viel Spaß, ja, und bis bald. Eure Anja, tschüss. Ciao. Die Mallorca-Reporter unterwegs auf Inseltour. Wenn Sie wollen, dass wir auch über Sie berichten, dann rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.